Mit 1. Mai hat sich die ehemalige Gruppe Media Austria umstrukturiert. Media.at lautet die neue Dachmarke. Seit Mitte Februar ist Petra Hauser neue Geschäftsführerin. Im Interview erzählt sie, dass digitale Kompetenz für Media.at sehr wichtig ist, Relevanz vor Vielfalt geht und Technologieplanung und Kreation näher zusammenrücken sollten. Das Medienangebot wird immer vielfältiger und damit auch die Werbemöglichkeiten. Mediaagenturen müssen immer wieder neue digitale Medienuntersuchungen verstehen und bewerten. Auch für die Media.at Werbegesellschaft ist das ein wichtiger Bereich. Geschäftsführerin Petra Hauser. Also wir richten uns gerade derzeit auch sehr stark neu aus in diesem Bereich der Digitalkompetenz, um eben diese Diversität an neuen Medien auch wirklich aufnehmen zu können und für unsere Kunden auch bewerten zu können. Bei aller Vielfalt dürfe man aber nicht vergessen, dass das Medium und die Werbeform vor allem eines sein müssen: relevant. Nur weil es viel ist, heißt das nicht, dass es relevant für meine Kunden ist. Das heißt, für mich geht es erst einmal darum, wirklich zu erkennen, was ist der Markenkern des Kunden und wie kann ich den am besten kommunizieren und fördern. Um zu verstehen, wie neue Werbeformen wirken und um möglichst treffsicher zu sein, sind spezielle Studien und Analysen weiterhin sehr wichtig. Dennoch ist es natürlich so, dass man gerade im Digitalbereich, wo auch die Kosten nicht so extrem explodieren, wenn man was ausprobiert, durchaus auch eine gewisse Hit-and-Miss-Taktik anwenden kann, aber das dann bewusst, um wirklich einfach auch Daten zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln, welche Anwendungen wirklich einfach gut gepunktet haben. Petra Hauser glaubt, dass Mediaagenturen in Zukunft stärker zu Full-Service-Anbietern werden müssen. Wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, dann kommen wir ja eigentlich von einer integrierten Lösung. Das heißt, früher war die Mediaagentur mit der Werbeagentur zusammen. Es gab sogar noch die Druckerpresse im Keller, sage ich mal. Dann gab es diese Aufspaltung in die verschiedenen Disziplinen, durchaus einerseits gerechtfertigt durch eine Spezialisierung, die nötig war. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass gerade durch das digitale Marketing diese Zusammenführung wieder so notwendig ist, weil es für mich wahnsinnig schwer ist, eine Wirkung zu beurteilen, wenn ich Technologie, die Planung und die Kreation trenne. Wird es für kleine Mediaagenturen schwierig werden, dieses umfassende Angebot zu bieten? Also das sehe ich schon so. Also die kleinen Mediaagenturen, das sieht man ja auch, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, haben eine gewisse Stagnation zu verzeichnen. Petra Hauser glaubt aber auch, dass Media.at stark gefordert ist, sich intensiver mit technologischen Entwicklungen im digitalen Marketing auseinanderzusetzen.